Wenn wir über den Anime Hunter x Hunter reden, dann kommt uns eine Sache immer in den Kopf. Wie zum Fick soll dieser Anime zu Ende gehen? Wir haben einen Hiatus, der einfach nicht aufhört und ich weiß einfach nicht, was sollen wir tun? Es geht einfach nicht weiter. Togashi macht nicht weiter, hat Rückenschmerzen. Wie sollen wir das Ende mitbekommen? So, kommen wir erstmal ein bisschen runter und so möchte ich heute mal darüber reden, wie kann Hunter x Hunter enden? Wie gut wird das Ende sein und welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es für diese Ausgangslage? Und damit würde ich sagen, Leute, gebt dem Video eine positive Bewertung, ein Abo, falls ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid und natürlich einen Kommentar, falls ihr was preisgeben wollt. Und damit würde ich sagen, lass uns beginnen mit dem Video. Wie können wir mit diesem Thema erstmals beginnen? Ah ja, wir vergleichen es mal mit anderen Werken. Machen wir es mal mit One Piece. Das Ende von One Piece ist auf... One Piece und Ende, niemals. Versuchen wir es mal mit Naruto. Naruto ist mit diesen Kackkindern wie Boruto, Sarada, Mitsuki, Shikamaru, nein, besser gesagt Shikadai, aufgewachsen und ja, was soll ich sagen? Es ist eigentlich ein gutes Ende gewesen im Manga. Trotzdem finde ich es ein bisschen eigenartig, dass der Anime von Naruto endet, ohne dass Naruto Hokage geworden ist. Also sehr, sehr komisch und das verstehe ich bis heute nicht. Aber das soll nicht das Thema sein. Ich finde persönlich, dass das Ende von Naruto eigentlich sehr, sehr gut gelungen ist. Man kann natürlich anzweifeln, ob die Idee mit Boruto und der neuen Generation eine gute war. Meiner Meinung nach nicht so sehr. Aber ich muss sagen, Naruto und Boruto sind für mich zwei unterschiedliche Werke. Ich muss ehrlich sein, der Krieg in Naruto hat mir überhaupt nicht gefallen. Dafür hat mir aber das Ende gefallen mit Naruto gegen Sasuke und anderen Momenten. Darum würde ich sagen, Naruto hat ein super Ende. So, wie sieht es denn jetzt bei Hunter x Hunter aus? Gute Frage. Wir haben unsere vier Hauptprotagonisten, die nach 148 Folgen jeder seinen eigenen Weg geht. Und das war eigentlich ein sehr, sehr gutes Ende, würde ich mal sagen. Gon hat seinen Vater getroffen, was er die ganze Serie her verfolgt hat. Genauso wie Killua hat sein Ziel gefunden. Kurapika macht irgendwie noch seinen Shit. Dazu werden wir gleich noch kommen. Und Leorio ist... halt einfach Leorio. Anstatt diesen Anime bzw. Manga hier zu beenden, jeder hat sein Ziel gefunden oder hat sein Ziel schon erreicht. Nein, Togashi macht weiter! Er macht weiter. Und wie er weitermacht. Also ich muss wirklich sagen, der Manga gefällt mir sehr gut. Ich habe sogar Reviews dazu gemacht. Ich muss aber leider sagen, auch wenn der Manga mir sehr gut gefällt, es ist einfach zu lang. Er hat sich eine viel zu große Story ausgedacht. Und zwar mit dem Dark Continent, wo jetzt, glaube ich, fast alle Charaktere außer Gon und Killua dabei sind. Und es ist einfach viel zu groß. Und darum muss ich einfach sagen, es ist sehr, sehr schwer, sich ein Ende auszudenken, weil wir vermutlich niemals ein Ende bekommen werden. Wir sollten aber optimistisch bleiben. Also lasst uns heute darüber reden, wie könnte Hunter x Hunter am besten enden? Oder besser gesagt, was sind meine persönlichen Lieblingsendings für dieses Meisterwerk? So, machen wir weiter mit meinem persönlichen Lieblingsending und auch ein Ending, was glaube ich jeden zufriedenstellen würde. Und zwar, unsere vier Hauptprotagonisten gehen alle zusammen auf Reisen, beziehungsweise die sind einfach zusammen unterwegs, sind in einem Café, machen noch Shit zusammen. Und das wäre meiner Meinung nach einfach das beste Ende, weil es halt einfach mit den Vieren angefangen hat und es soll auch mit den Vier enden. Und ich glaube, ja, dass man alle nochmal sieht zusammen, das brauchen wir, denn am Anfang des Arcs, also im ersten Arc von Hunter x Hunter, hat man das vielleicht sehr präsent gesehen, aber danach halt überhaupt nicht mehr. Gon und Killua waren bei der Heaven's Arena, Kurapika hat sein Nen gelernt, beim York New Arc haben wir die bisschen zusammen gesehen, aber auch nur ein paar Minuten. Und das war's dann eigentlich schon mit allen zusammen. Und natürlich wäre es dann optimal, alle wiederzusehen. Und das vielleicht auch nur am Ende der Serie. Das würde uns, glaube ich, alle zufriedenstellen. Einfach die alle zusammen nochmal zu sehen, wie sie ein Eis essen oder was weiß ich, mit einem Open End. Und Open End ist mir sehr wichtig, denn Serien mit einem Open End sind eigentlich immer die besten Serien, da du halt einfach weiter spekulieren kannst oder einfach im Kopf hast, ey, es geht weiter. Die sind immer noch auf Reisen. Wir bekommen das vielleicht nicht mit, aber sie sind auf jeden Fall auf Reisen. Darum möchte ich auch immer, dass es bei One Piece ein Open End geben wird. Und ja, ich glaube, ihr könnt mich alle verstehen. Und darum habe ich auch viele Open End Szenarien hier in diesem Video dabei. Aber auf jeden Fall dieses Szenario, mein Lieblingsszenario. Und schreibt ihr in die Kommentare, findet ihr dieses Szenario gut? Also für mich ist das einfach das beste Szenario, wenn wir alle nochmal zusammen sehen. Denn das ist halt einfach, ja, der Cast für das ganze Hunter x Hunter Fandom. Und ich glaube, das wäre einfach die beste Möglichkeit. Und machen wir weiter mit einer Möglichkeit, wie diese Serie endet, die, sagen wir mal so, gleich ist, nur in einer anderen Variation. Denn am Ende des Tages werden wir alle zusammen wiedersehen, in einem Anime oder vielleicht auch in einem Manga-Panel.
aber nicht zusammen. Denn wir haben es natürlich im 2011er Anime so, dass jeder seinen eigenen Weg gegangen ist. Gon und Killua haben sich getrennt. Killua ist mit Aluka auf Reisen. Kurapika zieht sein eigenes Ding durch. Und wie gesagt, Gon hat seine Serie abgeschlossen. Und dieses Ende könnte man natürlich auch am Ende des Animes zeigen. Oder besser gesagt halt einfach von dem ganzen Fandom nach dem Dark Kontinent. Oder natürlich halt nach dem ganzen Ende. Man weiß ja nicht, ob es weitergeht nach dem Dark Kontinent, was ich persönlich nicht glaube. Aber auf jeden Fall, dass man am Ende alle Protagonisten hat, die noch im letzten Panel gezeigt werden, aber halt nicht zusammen. Und ich glaube, diese Variante wäre eher unbeliebter und ich würde es auch nicht so feiern, weil die halt alle irgendwie eine Beziehung miteinander haben und das hat mit den Vieren angefangen. Und darum wäre ein Ende mit diesen Vieren halt einfach perfekt. Aber dieses Ende würde ich eigentlich auch akzeptieren, weil es im 148er langen 2011er Anime auch funktioniert hat. Vielleicht nicht auf die beste Art und Weise, da wir natürlich wollen, dass Gon und Killua sich wiedersehen. Ja, aber trotzdem wäre das ein zufriedenstellendes Ende. Und machen wir weiter mit dem nächsten Ende, welches ich hier auf der Liste habe. Und zwar haben wir die Rivalität zwischen Gon und Hisoka. Ich würde das schon Rivalität nennen. Und zwar ist diese Beziehung zwischen den beiden sehr, sehr speziell. Und das macht für mich auch einerseits Hunter x Hunter aus, die Beziehung zwischen Gon, Killua und Hisoka. Weil Hisoka eine sehr, sehr wichtige Person ist in der Serie und halt immer hinter Gon her war. Und er wollte halt die ganze Zeit seit den Hunter-Prüfungen gegen Gon kämpfen. Das haben wir natürlich gesehen in der Heavens Arena. Und Hisoka hat gesagt, wir kämpfen noch einmal, aber woanders. Und dieser Kampf ist ein Kampf, auf den wir alle warten. Es ist ein sehr, sehr ikonischer, wenn nicht der ikonischste Fight in ganz Hunter x Hunter. Darum könnte es eine sehr, sehr gute Option sein, Gon und Hisoka am Ende des Anime bzw. Manga zu zeigen. Denn dieser Kampf ist ein Kampf, den wir alle sehen wollen. Ein Gon, der ausgereift ist, genauso wie Hisoka es möchte. Und Gon, der endlich zeigen möchte, ey, ich bin stärker geworden als du, Hisoka. Und dieser Kampf, es wäre einfach unglaublich ikonisch. Und warum nicht am Ende der Serie? Und warum nicht in der Heavens Arena? Also natürlich haben wir den Fakt, dass Hisoka meinte, dass er nicht in der Heavens Arena kämpfen möchte, weil man ihn dort halt nicht töten darf. Wir haben im anderen Kampf gesehen gegen Crollo, dass es, ja, trotzdem gebrochen werden könnte. Ihr wisst, wie die Regeln sind bei der Heavens Arena. Und sagen wir mal, dass der Hauptkampf Gon gegen Hisoka schon passiert ist und wir dann diesen Kampf noch einmal in der Heavens Arena genießen können. Und dort auch am besten mit einem Open End. Also wir sehen Hisoka und Gon, die langsam auf die Tribüne kommen. Und das ist einfach unglaublich schön zu sehen. Einen Gon, der vielleicht schon seinen Timeskip hinter sich hat und endlich zeigen kann, ey Hisoka, ich bin stärker als du geworden. Und dann dieser ganze Kampf in einem Open End zu Ende geht. Sie gehen auf sich los und die Kommentatorin sagt, es geht los. Der Kampf Hisoka gegen Gon, auf den wir lange gewartet haben. Und dann geht Hunter x Hunter zu Ende. Also das wäre auch ein Ende. Ich wäre damit zufrieden, weil es halt einfach zwei coole Charaktere hat. Und dann vielleicht noch auf der Tribüne die Spinne, auch wenn ich vermute, dass sie nicht mehr leben wird in diesem Zeitpunkt. Aber einen Killua, einen Kurapika, einen Leorio, alle Freunde, Tsuchi, Wing, alle sitzen dort und gucken diesen Kampf zu. Das wäre einfach ein richtig nices Ende. Vielleicht nicht mein Lieblingsende, aber ich wäre auf jeden Fall damit zufrieden. Und jetzt habe ich noch andere Möglichkeiten, auf die ich nicht so krass eingehen möchte. Aber die könnten natürlich auch passieren, was ich aber eher nicht vermute. Und zwar zum Beispiel eine neue Generation, was eher unplausibel klingt. Aber vielleicht bekommen wir einen Gon Junior, einen Killua Junior, einen Kurapika Junior, keine Ahnung. Ich kann mir das eigentlich nicht gut vorstellen, aber trotzdem wäre es eine Möglichkeit. Und so ist ja natürlich auch Naruto zu Ende gegangen oder vielleicht auch Bleach, als Ichigo endlich mit seiner Kurosaki-kun endlich mal ein Kind bekommen hat. Und dann habe ich noch eine Variante, und zwar einen Timeskip, wo wir einen Gon sehen, der schon ein Profi-Hunter geworden ist und eine große autoritäre Person ist, genauso wie Jinx zum Beispiel, und dann, sagen wir mal, einen neuen Schüler bekommt, beziehungsweise seinen ersten Schüler bekommt. Und warum sollte es nicht jemand sein, den wir vielleicht kennen? Und zwar vielleicht ein Kite, denn ich glaube nicht, dass Kite einen Sohn hat, aber es wäre auf jeden Fall cool, wenn wir auf einmal einen Kite bekommen, der einen Sohn bekommt. Und dieser Sohn wird dann von Gon am Ende unterrichtet und wird genauso wie Kite von Jing oder genauso wie Gon von Kite unterrichtet. Und ich würde es eigentlich feiern, also sowas würde ich mir auch bei Naruto wünschen, dass Naruto ein Jonin wird und sein eigenes Team hat.
Also so welche Endings sind eigentlich auch relativ cool. Und schreibt hier in die Kommentare, was wäre euer Lieblingsending? Habe ich einen von euren Lieblingsending aufgezählt? Schreibt es auf jeden Fall rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video eine positive Bewertung als auch ein Abo, falls ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, ein neues Hunter x Hunter Video zu bringen. In alter Frische, hier auf diesem Kanal. Ciao.